Der Light Rider fährt bis zu 80 Kilometer pro Stunde und ist insgesamt 35 Kilogramm leicht. Der Rahmen wiegt nur 6 Kilo und stammt komplett aus dem 3D-Drucker, angetrieben per Elektromotor. Perfekt. Der absolute Wahnsinn. Wirklich klasse. So soll's sein. Der Spaßfaktor ist wirklich sehr, sehr hoch. Das macht richtig. Und sie ist wahnsinnig handlich. Wahrscheinlich natürlich bedingt durch das geringe Gewicht. Die Harley von Bernhard Gruber wiegt 320 Kilogramm. Das E-Motorrad ist fast 10-mal leichter. Durch Zufall hatte er mitbekommen, was seine Kollegen auf dem Airbus-Gelände bei der Tochterfirma AP Works kreiert haben. Dabei fing alles als Schnapsidee an. Denn eigentlich ist Entwickler Nils Grafen Luft- und Raumfahrtingenieur. Die Idee kam uns eigentlich witzigerweise auf der Weihnachtsfeier. Da haben Kollege und ich einfach aus privatem Interesse gefragt, ob man nicht was in Richtung E-Bike, Motorrad machen könnte. Und das fand dann unser Chef so klasse, dass er darauf aufgesprungen ist. Und das wurde dann unser Firmenprojekt. Und hier steht er, der Light Rider. Entstanden ist er am Computer. Ein Algorithmus hat den Light Rider errechnet. Anhand von Daten darüber, welche Lasten beim Fahren auf ein Motorrad einwirken. Wir haben uns überlegt, wo sitzt was am Motorrad, wie groß ist es, wie ist der Radstand oder was passiert, wenn das Motorrad gefahren wird. Und daraus hat er sozusagen diese Geometrie erstellt. Und jedes Teil, das im Prinzip keine Aufgabe erfüllt hat, hat es dann weggenommen. Im 3D-Drucker werden die Rahmenteile exakt modelliert. Aus einer patentierten Aluminiumlegierung aus der Luftfahrttechnologie. So leicht wie Aluminium, fast so stabil wie Titan. Doch der metallische 3D-Druck hat noch Grenzen, die die Entwickler vor Schwierigkeiten gestellt haben. Das sind sogenannte Schweißnähte. Die sind dadurch gegeben, dass wir die Struktur in relativ viele kleine Einzelteile aufteilen mussten. Da wir momentan von den Druckern her im Prinzip so maximal so einen Bauteil in dem Abmaß drucken können. Und im Prinzip diese Aufteilung, sich zu überlegen und wie man sich an eine fügt, dass es auch sicher ist, das war eine Herausforderung. Viele Designer und Kreative haben 3D-Druck für sich entdeckt. Ein Stuhl aus dem Drucker, kein Problem. Auch Schmuck kann bereits am Computer entworfen und dann gedruckt werden. Etwas gewöhnungsbedürftig, aber auch die Idee der Schuhherstellung funktioniert. Start-ups und auch große Unternehmen können ihre Ideen so schneller und günstiger umsetzen. Im Kreativlabor Pop-Up Lab in München erklärt Johann von Herwart die Vorteile des derzeit größten serienmäßigen 3D-Druckers. Wir können jetzt schneller ein Produkt verbessern. Außerdem, und das ist für mich sehr, sehr wichtig, wenn Sie nicht zufrieden sind mit dem Ergebnis, dann sage ich Ihnen, dann nehmen Sie das Exponat, schreddern Sie es einfach, werfen Sie es weg und fangen Sie von neu an. Weil was haben Sie letztendlich verloren? Sie haben vielleicht 35, 50, 100 Euro verloren. Ne? Und Sie können Ihre Kreativität damit freien Lauf lassen. Von den Erkenntnissen beim Druck des ultraleichten Light Rider Skeletts verspricht sich Nils Grafen auch Fortschritte in der Luftfahrttechnik. Jedes Kilogramm, das man in die Luft bringen muss, kostet am Ende die Airline und am Ende den Kunden richtig Geld. Und wenn man einfach erreichen kann, dass durch diese Fertigungsmethode, den 3D-Druck, die Teile leichter werden, ganz einfach gesagt, bedeutet es am Ende, dass der Kunde weniger zahlen muss. Und auch das Design sorgt für Aufmerksamkeit, vor allem bei den Männern auf dem Firmengelände. Harley-Fahrer Bernhard Gruber hat der Light Rider überzeugt. Also es wäre auf jeden Fall was für Kurzstrecken oder wenn man mal kurz in die Arbeit muss, gerade für solche Anwendungsgebiete, bestimmt hervorragend. Dann so schön leise, bestimmt auch nett für die Nachbarschaft. Ja, klasse. 50.000 Euro kostet das Motorrad aus dem 3D-Drucker. 30 Vorbestellungen sind schon eingegangen. Die Straßenzulassung ist in Arbeit.